Herr Landesbischof Heinrich Bedford Strom, wir beide sind heute zu Gast in der Frauenklinik an der Maistraße in München. Wir sind hier in der Kapelle der Klinik. Hier kommen ganz viele Mütter her, um ihre Babys taufen zu lassen, sie segnen zu lassen, zu beten. Warum ist dieser Ort gerade an Weihnachten ein ganz besonderer Ort? Ich glaube tatsächlich, dass das ein guter Ort ist für die Weihnachtsbotschaft. Denn in diesem Haus, Sie haben es gesagt, in diesem Haus werden Kinder geboren. So wie Jesus damals geboren worden ist. Und wer neugeborene Kinder sieht, der sieht sie in ihrer ganzen Verletzlichkeit, in ihrer ganzen Bedrohtheit, in ihrem ganzen Angewiesensein darauf, dass andere Menschen für sie sorgen. So kommt Gott zur Welt. So ist Gott Mensch geworden. Und sich das klar zu machen, lässt einen überhaupt erst verstehen, wie revolutionär diese Botschaft ist. Dass der große Gott, den wir uns so in den Himmeln vorstellen, dieser große Gott wird Mensch in einem bedrohten kleinen Menschlein und ist mitten unter uns, lebt mit uns und durchlebt auch die bedrohten Zeiten mit uns. Ich finde, das ist eine wunderbare Botschaft und das ist der Kern von Weihnachten. Sie haben gerade von der Geburt Jesu Christi gesprochen. Ich habe mich immer gefragt an Heiligabend bei Maria und Josef im Stall mit den Tieren, genauso jetzt wie hier in der Klinik, bei den ganzen kleinen Babys und ihren Hebammen, gab es eigentlich damals auch Geburtshelfer? Also wir wissen ja nichts Genaues. Vieles von dem, was wir jetzt in den Krippen darstellen, hat sich im Lauf der Jahrhunderte herausgebildet. So stellen wir uns die Geburt Jesu Christi vor. Wir wissen aus den biblischen Texten, dass sie keinen Raum in der Herberge hatten, also keinen festen Ort hatten, wo dann dieses Kind geboren worden ist und dass dieses Kind in eine Krippe gelegt wurde, sodass man sich vorgestellt hat, es war ein Stall mit Tieren eben. Ich stelle mir auch mal vor, wie es da wohl gerochen haben mag. Also nicht das Behagliche, was wir uns normalerweise in den romantischen Krippenszenen vorstellen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es da medizinische Vollversorgung gab, wahrscheinlich auch keine Hebammen oder Ähnliches, sondern diese Szene steht für die Bedrohtheit auch des Lebens. Und das ist etwas sehr Reelles. Man muss sich nur vorstellen, wie viele Menschen auf der Welt, wie viele Frauen auf der Welt, auch heute ohne diese medizinische Vollversorgung Kinder zur Welt bringen, wie bedroht das Leben da auch ist. Für mich ein Hinweis mehr darauf, wie sehr diese Botschaft mitten ins Leben hineinspricht. Wenn Kinder zur Welt kommen, das Licht der Welt erblicken, ich verbinde das immer mit leuchtenden Kinderaugen, auch an Weihnachten und Heiligabend. Was war für Sie als Kind das Besondere an Weihnachten? Woran ich mich erinnere, war ein kleiner Holzlastwagen, den ich bekommen habe. Und über den habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und mit dem habe ich noch viele Jahre danach gespielt. Das ist einfach so ein kleiner Holzlastwagen. Und deswegen erinnere ich mich eben auch daran, als ich den bekommen habe, noch sehr. Ansonsten erinnere ich mich an einfach Familie, an die Zeit zusammen. Weihnachten war bei uns in der Familie natürlich immer was ganz Besonderes, auch wenn der Vater Pfarrer war und wir uns ein bisschen nach dem Fahrplan auch richten mussten, der für ihn zentral war, war Weihnachten in einer so großen Familie, wie wir sie waren, schon immer was ganz Besonderes. Wie feiern Sie dieses Jahr Weihnachten? Ja, für mich ist natürlich das Wichtigste, dass ich Zeit mit der Familie habe. Wir werden Gottesdienste besuchen, beziehungsweise ich werde auch einen Gottesdienst dann am ersten Weihnachtsfeiertag in der Münchner Matthäuskirche halten. Wir werden für Menschen, die in sozialen Notlagen sind, am Heiligabend Gottesdienst halten und ich werde auch mit meiner Geige spielen und danach werden wir Schweinebraten servieren. Da macht meine Familie auch immer mit. Da beginnt für uns der Heiligabend. Aber dann freue ich mich natürlich auch darauf, einfach nur mit meiner Familie sein zu können und einfach Zeit zu haben, ohne irgendeinen Druck, irgendeine bestimmte Verpflichtungen erfüllen zu müssen, sondern einfach sein zu können. Darauf freue ich mich. Für viele war ja das Jahr 2016 ein Jahr der Unsicherheiten, der Umbrüche. Warum ist in diesem Jahr das Weihnachtsfest so wichtig? Ich glaube, dass das Weihnachtsfest Vergewisserung für Menschen, für uns alle bedeuten kann. Denn es ist tatsächlich so, dass wir mit Sorge in die Zukunft blicken, dass wir auch irgendwie fast gar nicht mehr hinschauen können, wenn wir die Bilder aus Aleppo sehen und dieses Grauen,
was dort herrscht. Die Ohnmacht auch gegenüber den Menschen, den Machthabern, die da Bomben werfen, auf wehrlose Menschen. Und die Ungewissheit, wie das in der Zukunft sein wird, wie dieser Krieg endlich zu Ende gehen kann. Da kann man schon verzweifeln, gerade wenn man sich das Leiden nahegehen lässt. Und dann zu wissen, dass Gott Mensch geworden ist, ein Licht in der Dunkelheit angezündet worden ist und dass der Gott, der unser Leben geschaffen hat, der Herr über Leben und Tod ist, dass dieser Gott uns nicht allein lässt und am Ende die Gewalt nicht das letzte Wort haben wird. Das zu wissen und sich immer wieder klarzumachen, auch in der Seele klarzumachen, das ist für mich eigentlich in diesen Zeiten das Allerwichtigste. Ob es jetzt persönliche Dinge sind, die uns beschweren oder eben das Leid der Welt, es gibt eine Zukunft. Dafür steht Gott und das glauben wir als Christen und Christen fest. Was ist Ihre ganz persönliche Botschaft für Weihnachten? Dass die Liebe Gottes, die in diesem Kind sichtbar geworden ist, dass die sich ausbreiten möge. Dass wir, wenn wir jetzt in dieses nächste Jahr bald auch gehen, dass wir immer wieder uns erinnern lassen an das, was da passiert ist. Dass das Licht und die Liebe in die Welt gekommen ist und niemand es mehr auslöschen kann. Und wir vielleicht dann, wenn wir es schwer haben, auch miteinander schwer haben, uns immer wieder davon auch Kraft geben lassen und unsere Beziehungen erneuern können, weil wir uns auch im Herzen immer wieder an das erinnern, was an Weihnachten passiert ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Heinrich Bertfort-Strohm.